Liebe Herisauerinnen und Herisauer, es hätte nicht sein sollen, dass ich gewählt worden bin als erste Gemeindepräsidentin. Es ist ein demokratischer Entscheid der Wählerinnen und Wähler. Den gilt es zu akzeptieren. Leider hat es für mich nicht gereicht. Meinem Gemeinderatskollegen Max Eugster gratuliere ich von Herzen zu seinem Wahlergebnis. Ich wünsche ihm viel Kraft und Erfolg als neuer Gemeindepräsident von Herisau. Allen meinen Freunden, meiner Familie, am Wahlkomitee und alle, die wir unterstützt haben, auch aus der Bevölkerung heraus, geht ein ganzes herzliches Dankeschön zurück für die Unterstützung, die ihr mir gebracht habt. Es ist unglaublich, was ich erfahren durfte in dem Wahlkampf, den wir hatten, seit dem Januar. Es war lehrreich, es war spannend und die Begegnungen sind sehr, sehr wertvoll. Ich werde auch weiterhin in meinem Leben tragen und so weiter auf den Weg nehmen. Und ich wünsche uns für Herisau ein weiterhins Zusammenarbeiten und ein attraktives Herisau. Danke vielmals.